Und jetzt das Heute-Journal mit Heinz Wolf und Anne Gellinek. Guten Abend. Unsere Nachbarn in Österreich haben den Rechtsruck gewählt. Und zwar deutlicher als erwartet. Zum ersten Mal ist die rechtspopulistische FPÖ, die Freiheitliche Partei Österreichs, bei den Parlamentswahlen stärkste Kraft geworden. Und zwar mit knapp 29% der Stimmen. Die regierenden Konservativen von Bundeskanzler Nehammer kamen mit rund 26% nur auf Platz 2. Gerade eben hat sich der Wahlsieger Herbert Kickl von der FPÖ an seine Anhänger gewandt. Wir haben tatsächlich dieses Tor aufgemacht. Wir haben eine Tür aufgestoßen zu einer neuen Ära. Wir werden jetzt wirklich dieses neue Kapitel der österreichischen Geschichte miteinander schreiben. Wir haben das verinnerlicht, dass es gilt, zuerst das Volk und dann der Kanzler. Die FPÖ ist also wieder da. Vergessen der sogenannte Ibiza-Skandal vor 5 Jahren, als der damalige Parteichef Strache sich offen zeigte für Bestechung durch eine vermeintliche russische Oligarchennichte. Jetzt will die FPÖ unter ihrem neuen Chef Herbert Kickl den Kanzler stellen. Den Volkskanzler, wie Kickl formuliert. Über den Wahlausgang aus Wien, Christian von Rechenberg. Auf diesen Moment hat Herbert Kickl hingearbeitet. Der Verlierer muss ihm gratulieren. Der Verlierer heißt Karl Nehammer. Seine konservative ÖVP verpasst den Last-Minute-Sieg. Doch Platz 1 hilft Kickl auch nicht weiter. Und so gesehen hat der Wähler heute ein Machtwort gesprochen, ein klares Bekenntnis auch dafür abgegeben, dass es so nicht weitergehen soll in diesem Land, wie es bisher der Fall war. Unsere Hand ist ausgestreckt in alle Richtungen. Ich bin für Gespräche mit jeder und jedem von Ihnen bereit. Eine Hand, die niemand ergreift. Die Chefin der liberalen Neos spricht für die Runde. Aber ich will sie nicht in der Regierung haben. Und dabei bleibe ich. Ich halte es einfach nicht gut für unser Land. Sie schon. Die FPÖ feiert einen historischen Sieg. Noch nie seit ihrer Gründung gewann sie bei der Nationalratswahl. Mit dem ZDF will kein FPÖ-Funktionär sprechen. Man überlässt die Analyse den Anhängern. Ich bin einfach stolz, dass unser Land jetzt wieder aufwacht und dass das Wahlergebnis so ausgegangen ist. Stolz auf die Festung Österreich, die Kickl im Wahlkampf verspricht. Ausgrenzung, Abschiebung, Asylstopp. Damit gewann er Stimmen. Mit pausenloser Hetze gegen Regierung und gegen Minderheiten. Wer die Völkerwanderung stoppt, der stoppt damit auch den Import des Islamismus. Nicht zu stoppen, der Siegeszug von rechts. Nach vorläufigen Zahlen kommt die FPÖ auf fast 29%, engster Verfolger ÖVP nur auf knapp 26. Applaudieren. Gegen den Schock, gegen den Frust. Die ÖVP mobilisierte alle Kräfte, kämpfte bis an den Wahltermin heran. Nun muss sie eine Niederlage verkraften und erklären. Wir haben es leider nicht geschafft, den ersten Platz zu erreichen. Wir haben alles dafür gegeben. Keiner von euch muss sich einen Vorwurf machen. Auch die Sozialdemokraten landen dort, wo die Prognosen sie sahen. Nehmen das eigene Ergebnis mit gemischten Gefühlen auf. Die Sorgen sind woanders. Fast 30% haben eine rechtsextreme Partei gewählt in diesem Land. Also man muss da echt von ganz Anfang anfangen und schauen, warum. Königsmacher einer bürgerlichen Koalition könnten jetzt sie werden. Die bisher regierenden Grünen oder die liberalen Neos. Wer den Rechtsstaat achtet, sagt der Bundespräsident am Abend, dem wird er den Auftrag zur Regierungsbildung geben. Man müsse ihn überzeugen. Wie auch immer eine künftige Bundesregierung zusammengesetzt sein wird, ihr zentrales Ziel muss sein, uns allen und unseren Kindern und Enkelkindern eine gute Zukunft zu ermöglichen. Nicht mit der FPÖ, meinen Sie. Vor dem Parlament in Wien in diesen Minuten spontane Demo gegen den Rechtsruck in Österreich. Das ist beängstigend, wenn man sich überlegt, was in der Vergangenheit mit Rechtsregierungen passiert ist und in unseren Nachbarländern und überall auf der ganzen Welt. Doch ob Österreich künftig auch von rechts regiert wird, ist völlig offen. Darüber wollen wir sprechen mit unseren Korrespondentinnen in Brüssel und in Wien. Zuerst nach Wien zu Britta Hilpert. Britta, die Rechtspopulisten von der FPÖ sind stärkste Kraft, aber werden sie auch regieren? Das wäre nicht die erste Regierung in Österreich unter Beteiligung der FPÖ. Aber es wäre die erste, in der der FPÖ-Parteichef eine Kanzlerschaft beansprucht. Es ist tatsächlich vor diesem Tag noch nie gewesen, dass die FPÖ so stimmenstark aus einer Wahl hervorgegangen ist, als stimmenstärkste Partei sogar.
Gelungen ist ihr das zum einen wegen der Schwäche und der Zerstrittenheit der anderen und zum anderen wegen der permanenten Krisen. Corona, Krieg, Inflation, wirtschaftlicher Niedergang, Migration. Die populistischen Rezepte von Festung Österreich, von Remigration, vom Einschränken der Asylrechte, seine Brüssel-Schelte und seine Russlandfreundlichkeit überzeugten jeden dritten Wähler, aber eben nicht die Mehrheit. Die Kanzlerpartei ÖVP ist weiterhin Königsmacher. Und Kanzler Nehammer hat zwar nicht eine Koalition mit der FPÖ, aber eine Koalition mit Herbert Kickl ausgeschlossen. Und auch das Staatsoberhaupt von der Bellen, haben wir gerade gehört, nimmt sich nun erstmal das Recht heraus, eine Mehrheit selbst zu sondieren, statt diesen Auftrag an Kickl zu erteilen. Hohe Hürden also für Kickl, mit 30% der Stimmen sein Ziel, sogenannter Volkskanzler, zu erreichen. Trotzdem muss man sagen, hat er in Teilen inhaltlich bereits gewonnen. Schon vor der Wahl hat die ÖVP ihren Migrationskurs verschärft und auch ihre Brüsselkritik. Meine Einschätzung ist, auch wenn sie in einer Koalition zum Beispiel mit der SPÖ ist, dass sie diesen Kurs beibehalten wird, denn sie wird es darauf anlegen, der FPÖ diese Wähler wieder abzujagen. Dann gehen wir von der FPÖ-Wahlparty weiter zu Isabel Schäfers nach Brüssel. Vor über 20 Jahren verhängte die EU noch Sanktionen gegen Österreich, weil die Rechtspopulisten von der FPÖ an der Regierung beteiligt wurden. Was bedeutet ein Rechtsruck in Österreich heute für die EU? Ja, also für Brüssel bedeutet das vor allem die Fortsetzung eines besorgniserregenden Trends. Die FPÖ war bereits bei der Europawahl im Juni stärkste Kraft in Österreich geworden und sitzt in einer Fraktion zusammen mit Parteien wie der Fidesz-Partei aus Ungarn, dem Rassemblement National aus Frankreich oder auch der Wilders-Partei aus den Niederlanden. Sie bilden zusammen die drittstärkste Fraktion im Europaparlament. Aber was für Brüssel vielleicht noch schwerer wiegt, das ist, dass immer mehr Rechtsaußenparteien auch an nationalen Regierungen beteiligt sind und dadurch hier am Verhandlungstisch mit den Nationalstaaten sitzen. Hier können sie dann für Blockaden sorgen oder auch damit drohen, ganz aus EU-Politik auszusteigen, wie gerade von Ungarn und den Niederlanden geschehen in Bezug auf die EU-Asylpolitik. Und damit hat auch die FPÖ schon geliebäugelt. Und auch die neue EU-Kommission wird wohl mehr Rechtsaußenkommissare haben. Die Konsequenzen daraus sind eine rechtere EU-Politik. Das haben wir bereits gesehen bei Themen wie Klima und Migration. Aber auch generell ein gemeinsames europäisches Vorgehen wird immer schwieriger. Hier in Brüssel hofft man noch darauf, dass die Rechtsaußenvertreter hier im Tagesgeschäft dann mehr Pragmatismus als Idealismus an den Tag legen. Aber klar ist, mit jedem Land, in dem die EU-Skeptiker die Oberhand gewinnen, verliert Brüssel einen verlässlichen Partner. Also Rechtsruck auch in der EU. Danke für eure Einschätzung nach Brüssel und nach Wien. Das Thema Klimaschutz hat im österreichischen Wahlkampf so gut wie keine Rolle gespielt. Bis kurz vor Kampagnenschluss das Hochwasser in Österreich für einen Moment die Schlagzeilen kaperte. Den Grünen hat das offenbar nichts genutzt. Sie verloren trotzdem über 5 Prozentpunkte und liegen jetzt einstellig bei um die 8%. Das Thema Migration überlagert alles. Dieser europäische Trend hat sich in Österreich fortgesetzt. Genauso wie hierzulande, wo die Grünen ebenfalls gerupft dastehen. Bei den Wahlen in 3 ostdeutschen Bundesländern flogen sie aus 2 Parlamenten, was bekanntlich zum Rücktritt der Parteispitze führte. Bevor ich darüber gleich mit Anton Hofreiter spreche, blickt Mathis Feldhoff zurück auf die grünen Chaostage der letzten Woche. Es ist eine Hochburg der Grünen, die Hansestadt Hamburg. Hier an der Elbe ist im März der erste und letzte Test, ob der Berliner Strategiewechsel, ob die neue Parteispitze auch funktioniert. Landesparteitag der Grünen gestern. Man spürt die Sehnsucht nach der grünen Uridee. Wir dürfen erstmal unsere Basis nicht verlieren. Wir stehen für Klima, wir stehen für Veränderungen, wir stehen für eine vielfältige Gesellschaft. Trotzdem müssen wir, davon bin ich überzeugt, unseren grünen Werten natürlich treu bleiben. Also es wird nicht die neue grüne Partei geben, aber es braucht einen Aufbruch. Es braucht auch vor allem wieder Motivation, Kraft. Im fernen Berlin versucht die Partei, sich noch vom Schock der Woche zu erholen. Der Rücktritt des Bundesvorstandes hat die Grünen kalt erwischt. Es braucht neue Gesichter, um die Partei aus dieser Krise zu führen.
Jetzt ist nicht die Zeit, um am eigenen Stuhl zu kleben. Mit Franziska Brandner und Felix Banaschak sollen jetzt die engste Vertraute von Robert Habeck und der Architekt der schwarz-grünen Koalition in NRW die Scherben aufkehren. Bei Berlin Direkt aber hört sich die noch nicht Vorsitzende eigentlich immer noch so an wie die alte Parteiführung auch. Wir brauchen eine geordnete Migration mit Regeln. Und alle, die sich nicht an diese Regeln halten, müssen gehen. Das ist absolut richtig. Aber darüber hinaus dürfen wir ja nicht vergessen, dass auch Weltoffenheit, unsere Vielfalt eine Stärke von uns sind. Noch verbalisiert sich der Neuanfang bei den Grünen nicht. Es bleibt die nüchterne Analyse, dass der designierte Spitzenkandidat das Gesicht der Krise bei den Grünen ist. Heizungsgesetz, Kindergrundsicherung oder grüne Industrie hängen Robert Habeck und seiner Partei wie Mühlsteine um den Hals. Das sind immer noch dieselben Personen und die gleiche Politik. Und genau das ist das Problem. Die Grünen haben ihre Politik nicht verändert, aber die Wirklichkeit hat sich dramatisch verändert. Sie versuchen ihre Politik aus der Vergangenheit, die da so erfolgreich war, in die Zukunft fortzusetzen. Jetzt drängt Robert Habeck an die Spitze. Der letzte Player der Grünen, heißt es aus der Parteispitze. Derjenige, der den Karren aus dem Dreck ziehen soll. Spitzenkandidat, Vizekanzler, Übervater. Robert Habeck will die Hauptrolle, die in der Politik normal ist, bei den Grünen aber immer noch ungewöhnlich. Das wäre jetzt Quatsch, wenn wir sagen würden, ach nö, wir haben gar keine Person, das spielt keine Rolle. Das wäre ein großer Fehler. Personalisierung ist richtig und wichtig und Robert Habeck ist der richtige Mann dafür. Ich glaube, wir werden nicht eine Partei werden. Das ist einfach in der DNA der Grünen nicht angelegt, die alles nur noch auf eine Figur setzt. Doch die politische Realität ist längst weiter. Seit Wochen planen Habeck und Brandner den Wahlkampf, zugeschnitten auf ihn, geplant von der engsten Vertrauten. Doch gerade diese enge Verbundenheit birgt das größte Risiko. Denn jetzt gilt jede Attacke, jede Kritik, ob aus oder an den Grünen, als ein Angriff auf den Kandidaten direkt. Darüber wollen wir reden mit Anton Hofreiter, langjähriger Fraktionschef der Grünen, jetzt Vorsitzender des Europaausschusses des Bundestages. Guten Abend nach Berlin. Guten Abend. Das war ja eine turbulente Woche für die Grünen. Wie begeistert sind Sie denn als Vertreter des linken Flügels über die vermutlich neuen Parteichefs, die ja offenbar die Kanzlerkandidatur von Robert Habeck vorbereiten sollen? Also, ich glaube, natürlich war es eine turbulente Woche. Das kann man ja überhaupt nicht bestreiten. Und jetzt kann man natürlich sagen, ich bin schon sehr lang aktiv bei den Grünen und meistens war es turbulent. Ich kann mich nur an relativ wenig Jahre erinnern, wo es nicht hieß, dass wir in der Krise sind. Deshalb glaube ich, wenn man die Grünen schon lang kennt, wir sind durch viele Krisen durchgekommen und die neuen, die designierten Parteivorsitzenden, ich glaube nicht, dass noch jemand anders kandidiert. Ich bin von beiden sehr überzeugt. Felix Banaschak hat in NRW eins der besten Ergebnisse eingefahren. Der hat, damals waren die Grünen also übernommen, hat auch in der Krise. Und dann ist er mit 18, irgendwas Prozent rausgekommen. Franziska hat sehr viel Erfahrung. Die war schon mal im Europaparlament. Die war sehr lange schon im Bundestag tätig, war jetzt im Ministerium tätig. Das heißt, die kennt auch die internationale europäische Szene sehr gut, was sehr, sehr wichtig ist angesichts der vielen außenpolitischen Krisen. Also die werden das sicher gut machen. Also ich nehme zur Kenntnis, dass der linke Flügel erstmal jetzt keinen Streit will. Jetzt also volle Kraft voraus für Robert Habeck. Wie kann das denn funktionieren, wo er doch der Kandidat ist, der die Verantwortung trägt für das verkorkste Heizungsgesetz und eigentlich den Absturz der Grünen bei den Wählern mitgemacht hat? Naja, erstens hat man gemeinsam Fehler gemacht. Das ist nie nur eine Person. Und zweitens haben wir das schon verschiedentlich deutlich gemacht, dass beim GEG, also beim Gebäudeenergiegesetz, einiges schiefgegangen ist. Aber es ist noch ein Jahr Zeit. Und gerade bestimmte Vorwürfe, wie dass Robert für die Grüne Verbotspartei stehen würde, das ist geradezu absurd. Nämlich er ist genau eine der Personen, die immer am deutlichsten gemacht hat, dass es nicht darauf ankommt, die Lebensführung der Einzelnen zu verändern, sondern die Gesetze und Rahmenbedingungen, sodass die Menschen dann sich problemlos vernünftig verhalten können. Das heißt, dass Klimaschutz einfach und nicht kompliziert wird. Aber würden Sie bestreiten, dass das Heizungsgesetz der Grund dafür ist, warum die Grünen das Image haben, eine Verbotspartei, eine Bevormundungspartei zu sein und eine Ökodiktatur in Deutschland errichten zu wollen? Das war natürlich das Heizungsgesetz.
Naja, also ich meine, das sind ja jetzt Stichworte Ökodiktatur. Also wenn man sich anschaut, wie tief die ökologische Krise ist, wie krass die Überschwemmungen sind, ist es eher umgekehrt, dass wir zu wenig Klimaschutz haben, dass wir zu weit hinten sind bei der Industrie. Also unsere Autoindustrie kommt massiv unter Druck durch China, durch Japan, durch Südkorea, die technologisch weiter vorne sind. Also man sollte diese Kulturkampfbegriffe von ganz rechts außen nicht immer einfach so übernehmen. Nicht? Das schadet am Ende allen. Jetzt ist es aber so, dass die härtesten Verfechter grüner Werte, Klimapolitik, eine humane Asylpolitik, gerade aufgegeben haben. Der 10-köpfige Vorstand der Grünen Jugend ist aus der Partei ausgetreten. Heute gab es weitere Austritte in NRW und Schleswig-Holstein. Die Jungwähler haben sich von den Grünen verabschiedet. Wie wollen Sie die zurückholen? Ein Teil der Jungwähler haben sich verabschiedet und da sind Menschen ausgetreten. Ja, wie gesagt, es sind auch brutale Zeiten. Wir haben Krieg, wir haben Inflation. Die Klimakrise manifestiert sich richtig. Es läuft nicht alles rund bei dieser Bundesregierung. Das kann doch überhaupt niemand bestreiten. Also am Ende sind die Ergebnisse oft ganz gut, die die Bundesregierung erzielt. Aber der Weg dorthin ist oft kein schöner. Massive Auseinandersetzungen. Deshalb, wie gesagt, kann ich das auch verstehen, dass Leute, die ihre Jugend, ihre Freizeit das ehrenamtlich machen, sagen, also von manchen habe ich einfach die Schnauze voll. Aber es wird da neue Vorstände geben, die werden es kreativ und spannend machen. Und deshalb mache ich mir keine Sorgen, dass eine Partei, die so zentral auf die Zukunftsthemen setzt, nicht die Rettung der Lebensgrundlagen für uns alle, dass die Jugend wiedergewinnen wird. Aber die Jungwähler sind ja nur ein Symptom dafür, die Abwanderung der Jungwähler, dass der Zeitgeist sich verändert hat. Viele Menschen wollen einfach nichts mehr von Krieg und Klimawandel hören und sind auch für eine strengere Asylpolitik, siehe Österreich. Welche Fehler haben die Grünen denn gemacht? Wie wollen sie denn, was ist denn die neue Strategie? Also ich glaube, dass die Klimakrise nicht weggeht, nur weil manche Menschen davon nichts mehr hören wollen. Und ich glaube auch nicht, dass Russland aufhört, die Ukraine anzugreifen und Sabotageakte bei uns zu machen, nur weil viele Menschen verständlicherweise davon nichts mehr hören wollen. Probleme löst man nicht dadurch, dass man den Kopf in den Sand steckt, sondern dass man sie löst. Und die Fehler, die wir gemacht haben, ist, dass man manche Dinge unterschätzt hat an Auseinandersetzungen in der Koalition, dass man bei manchen Dingen auch zu sehr auf Wortlaute beharrt hat. Aber es ist noch ein Jahr Zeit, die Dinge zu verändern. Und wenn ich mal anschaue, als Partei, die klar zur Ukraine steht, als Partei, die klar zur Westbindung steht, als Partei, die klar zur NATO steht, als Partei, die gleichzeitig für die Transformation unserer Industrie ist, als Partei, die zum Rechtsstaat steht und die vielleicht als letzte noch zumindest Humanität in der Frage mit Migration auch anspricht und versucht dafür zu kämpfen, haben wir so viele Alleinstellungsmerkmale, dass ich da durchaus Chancen sehe, dass das Ergebnis am Ende dann viel besser ist, als es im Moment ausschaut. Also Prinzip Hoffnung von einem defensiven Anton Hofreiter. Vielen Dank für das Gespräch heute Abend. Und wir machen hier weiter mit Heinz Wolf und den Nachrichten und die beginnen mit dem Nahostkrieg. Ja, dort gab es Gefechte an verschiedenen Fronten. Als Reaktion auf einen Raketenangriff der Houthi-Miliz aus dem Jemen auf den Flughafen in Tel Aviv hat die israelische Armee heute Houthi-Stellungen im Jemen in der Region des Seehafens Hodeida angegriffen. Nach israelischen Angaben nutzte die Houthi-Miliz diese Stellungen für die Einfuhr iranischer Waffen und anderer militärischer Zwecke. Und im Libanon hat Israel laut Armee im Einsatz gegen die Hisbollah rund 120 Ziele attackiert, unter anderem Abschussrampen und Waffenlager. Zwei weitere ranghohe Kommandeure der Hisbollah wurden getötet. Bundespräsident Steinmeier hat in Italien um Vergebung für die Kriegsverbrechen deutscher Soldaten während des Zweiten Weltkriegs gebeten. Gemeinsam mit Italiens Präsident Mattarella nahm Steinmeier an der Gedenkfeier zum 80. Jahrestag des Massakers von Marzabotto teil. 1944 hatten Einheiten von SS und Wehrmacht mehr als 770 Zivilisten in dem Ort in der Nähe von Bologna ermordet, unter ihnen mehr als 200 Kinder. Es gilt als eines der schwersten Kriegsverbrechen deutscher Soldaten in Italien.
Nach den Brandstiftungen in zwei Wohnhäusern in Essen gehen die Ermittler davon aus, dass das Motiv des mutmaßlichen Täters im privaten Bereich liegt. Er konnte festgenommen werden und ist in Untersuchungshaft. Der 41-jährige Syrer habe sich rächen wollen, nachdem sich seine Frau von ihm getrennt hatte. Durch das Feuer wurden 31 Menschen verletzt, zwei Kleinkinder lebensgefährlich. Nachdem der Mann die Brände gelegt hatte, sei er mit einem Lieferwagen in zwei Geschäfte gefahren. Hier wurde niemand verletzt. In Nepal ist es nach heftigen Regenfällen zu starken Überschwemmungen und Erdrutschen gekommen. Mindestens 170 Menschen kamen dabei laut Behördenangaben bereits ums Leben und zahlreiche weitere werden noch vermisst. Besonders betroffen ist die Hauptstadt Kathmandu und ihre Umgebung. Tausende Sicherheitskräfte sind dort im Einsatz, um Überlebende aus ihren überschwemmten Häusern zu retten. Viele Hauptstraßen wurden durch Erdrutsche massiv beschädigt. Künstliche Intelligenz weckt Ängste und Hoffnungen zugleich. Die superschnelle Datenanalyse kann Arbeitsplätze überflüssig machen oder aber den Job erleichtern. Zum Beispiel dort, wo Menschen es mit riesigen Datenmengen zu tun haben, wie in der Medizin. Bis zum Dr. Bot, der Patienten aufgrund ihrer Daten die passende Therapie verordnet, ist es noch ein weiter Weg. Aber bei praktischen Dingen, wie der zeitfressenden Dokumentation von Krankheitsverläufen, kann KI eine echte Erleichterung bringen. Sven Rieken berichtet aus der Hamburger Uniklinik. Guten Morgen. Internistin Elisa Alberschmidt ist Nierenspezialistin. Ihre Station im Hamburger Uniklinikum ist sehr gefragt. Jeder Fall kompliziert. Die Medizinerin muss akribisch dokumentieren. Zeit, die mitunter beim Patienten fehlt. Der zunehmende bürokratische Aufwand steht einem da manchmal im Wege. Wenn man doch im Hinterkopf hat, dass noch 10 Arztbriefe geschrieben werden müssen, ist man da vielleicht doch auch unterbewusst dann manchmal schnell dabei. Arztkollege Nils Schweingruber und sein Team entwickelten deshalb ein KI-Sprachmodell, das Arztbriefe schreiben kann. Technisch wie ChatGPT aufgebaut, wurde Argo trainiert mit mehr als 7 Millionen anonymisierten Patientendaten. Zudem konnte eine Hochgradtherapie, Sekret abgelassen, Sättigungsabfall 24, eine antiinfektive Therapie. Argo schafft es sogar, aus Befunden gewisse Folgen sozusagen schon abzuleiten und schreibt am Ende des Tages eine schöne und prägnante Zusammenfassung des stationären Aufenthalts. Was ist gemacht worden? Was sollte in den nächsten Schritten passieren? Möglich ist die Entwicklung einer solchen Text-KI, da die Uniklinik seit 2009 komplett digitalisiert ist. Diese Daten hat in Deutschland keine andere Einrichtung. Deshalb soll Argo auch kostenlos allen zur Verfügung stehen. Wir sind davon überzeugt, dass eben KI-Modelle, die wir hier entwickeln, nur über diesen gemeinnützigen Ansatz eben auch in die Breite, in die wirkliche Breite kommen kann und wirklich in jedem Kreiskrankenhaus oder auch in jeder Praxis Einsatz finden wird. Das Programm berechnet Wahrscheinlichkeiten, welche Formulierung richtig ist, basierend auf den trainierten Arztbriefen der vergangenen 15 Jahre. Wir wollen das erzeugen, was vom Stil, der geschrieben wird, das ist, was auch Ärzte schreiben würden. Und das ist das, was wir erreichen, wenn wir ein Modell wirklich ganz spezifisch entwickeln auf den Medizinsektor. Der Patient stellte sich mit abdominaler. Auch Diktate mit medizinischen Fachbegriffen sind durch Argos Wissen nun möglich. Die Arztbriefe werden im UKE nach wie vor von 2 Medizinern kontrolliert. Natürlich gehen wir auch über diese Epikrise noch mal ganz kritisch drüber und überprüfen. Aber ich glaube, das weiß jeder selber, wenn es schon einen geschriebenen Text gibt und man muss nur noch überprüfen, ist das ein ganz anderer Zeitaufwand, als wenn ich vor einem leeren weißen Blatt sitze. Elisa Alberschmidt hat bislang knapp 30 Minuten für einen Arztbrief gebraucht. Mit Argo sind es nur noch 5 bis 10. Und das System lernt mit jedem korrigierten Brief dazu. Wir entlassen Herrn Böhm heute in stabilem Allgemeinzustand in Ihre freundliche Weiterbehandlung und stehen Ihnen für etwaige Rückfragen gerne zur Verfügung. Und wir machen noch mal weiter mit Heinz und Nachrichten. Und da bleiben wir auf dem Feld der Medizin. Ja, der Verband der Hausärztinnen und Ärzte empfiehlt insbesondere Risikogruppen, Grippe- und Corona-Impfungen auch zur Entlastung der Praxen und Kliniken. Die Belastung sei schon jetzt sehr hoch, hieß es vom Verband gegenüber den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Hintergrund ist eine frühe Infektionswelle mit verschiedenen Atemwegserkrankungen in diesem Jahr.
Zum Sport. In der Fußball-Bundesliga hat Eintracht Frankfurt 4:2 gegen Holstein Kiel gewonnen und Hoffenheim hat 3:4 gegen Werder Bremen verloren. Der Slowene Tadej Pogacar ist Weltmeister im Straßenradrennen. Nach Giro d'Italia und Tour de France holte er sich in Zürich seinen ersten WM-Titel. Bereits 100 Kilometer vor dem Ziel kämpfte sich Pogacar durch eine Überraschungsattacke an die Spitze und war nicht mehr einzuholen. Als dritter Sportler überhaupt holte er die Dreifachkrone des Radsports. Silber ging an den Australier O'Connor, Bronze an den Niederländer Van der Poel. Dieses Bauwerk kennen Sie natürlich. Das Brandenburger Tor, einst Berliner Stadttor, dann Symbol der Teilung und der deutschen Wiedervereinigung. Seit dem Jahr 1990 ist es aber auch der Fixpunkt des Berlin-Marathons. 25.000 Läuferinnen und Läufer konnten nach dem Fall der Mauer zum ersten Mal hindurchlaufen. Und das ist bis heute so. Das Brandenburger Tor bildet den Höhepunkt auf der Zielgeraden. Ganz bescheiden begann dagegen die Veranstaltung vor 50 Jahren. Der erste Berlin-Marathon im Westberliner Grunewald. Immerhin 286 Männer und auch Frauen waren dabei, in Baumwollshirts und ganz ohne Sponsoren oder Startgeld. Was als Berliner Volksmarathon anfing, sollte es schon ein paar Jahre später mitten in die Stadt schaffen und zu einem der Spitzenrennen weltweit werden. Unser Reporter Carsten Behrendt war heute in Berlin bei der 50. Ausgabe des Berlin-Marathons dabei und behielt unter den zehntausenden Läufern auch einen besonders interessanten Teilnehmer im Blick. Günther Hallers macht sich startklar. Er war der Sieger beim ersten Berlin-Marathon 1974. Heute beim 50. ist er wieder dabei. Los. Und steigt der Puls jetzt? Eigentlich nicht, nee. Bin ich überhaupt nicht aufgeregt. Ist ja nicht der erste Lauf. Ja? Mit seinen 82 Jahren wagt er noch einmal die Extrembelastung 42 Kilometer. Umringt von weit mehr als 50.000 Läuferinnen und Läufern aus 161 Ländern, Teilnehmerrekord. Der erste Marathon, 286 Teilnehmer. Ohne viel Tamtam ging's durch den Grunewald. Günther Hallers, damals Postbote, lief allen davon. Ich dachte, ja, da kannst du ja mal mitlaufen, mal sehen, wie weit du kommst. Und dann hat das ja gut geklappt, da, mit 2 Minuten Vorsprung. 1981 durften die Marathonis nach viel Überzeugungsarbeit erstmals auf die Straße. Und legendär 1990, 3 Tage vor der Wiedervereinigung, 25.000 laufen durchs Brandenburger Tor und den Berliner Osten. Die Siegerin, die spätere Marathonlegende Uta Pippich, geboren in Leipzig. Der Lauf in die Freiheit, das ist mein Herzenslauf. Ich bin einfach nur geflogen. Ich bin auf der Welle der Freude und auf der Welle dieses Mitgefühls. Was wir so sehr brauchen, dieses unglaubliche Mitgefühl, bin ich einfach drauf gelaufen und im Prinzip getragen worden. Zurück beim heutigen Marathon. Der erste Sieger Günther Hallers bei Kilometer 8 von 42. Ah, da ist mein Enkelkind. Ach echt? Ja, ja. Da muss ich hin. Gut, wie sieht's aus? Ganz gut? Nee, Oberschenkel brennt schon. Aber probierst du noch ein bisschen? Ja. Die Begeisterung am Streckenrand trägt Günther Hallers über Berlins Straßen. Der Marathon, immer eine Riesenparty. Ganz vorn die Elite-Läufer. Die Sieger erreichen das Ziel, als die meisten Hobbyläufer noch nicht mal die Hälfte geschafft haben. Ein äthiopischer Doppelsieg. Bei den Männern Entscheidung im Schlusssprint. Milkesa Mengsha gewinnt in 2 Stunden 3 Minuten. Bei den Frauen siegt Tigis Kitema in 2 Stunden 16. Und wo ist der Sieger von 1974? Günther Hallers kämpft sich durch. Lässt sich feiern am Brandenburger Tor und schafft die 42,195 Kilometer in 7 Stunden und 2 Minuten. Ja, ich hatte im Kopf gehabt, dass ich das durchhalte. Ja, was ich bewiesen habe. Günther Hallers, einer von mehr als 50.000 Medaillengewinnern beim 50. Berlin-Marathon.
Das hat gut geklappt. Carsten Behrendt hat diesen Bericht übrigens als rennender Reporter im buchstäblichen Sinne gemacht. Er ist den Marathon nämlich selbst mitgelaufen. Zum 10. Mal und mit persönlicher Bestzeit von 3 Stunden und 22 Minuten. Und mit seiner Medaille und schweren Beinen hat er sich danach noch in den Schnitt fürs Heute-Journal gesetzt. Voller Einsatz. Und das bringt uns zum Wetter, Heinz. Morgen Laufwetter? Das kommt jetzt ein bisschen darauf an, wo man ist in Deutschland. Das Wetter wird ziemlich unterschiedlich morgen werden. Von Westen gibt es dichte Wolken mit Regen und die später die Mitte erreichen. Im Osten bis zum Abend trocken und freundlich. An den Küsten und auf den Bergen stürmisch, 12 bis 19 Grad. Die weiteren Aussichten in den kommenden Tagen häufig wechselhaft mit Regen und einzelnen Gewittern. Dabei auch windig bei Höchstwerten zwischen 10 und 19 Grad. Und das war's von uns. Hier geht es jetzt weiter mit Detective Grace, der in Brighton ermittelt. Und um 0.25 Uhr gibt es dann die nächste Heute Express. Morgen erwarten Sie hier Gundula Gause und Christian Sievers. Danke für Ihr Interesse und noch einen schönen Abend. Tschüss. Auf Wiedersehen.